Mein Vater ist größer als ich, sagte Jesus Christus. Wollte er damit sagen, dass nur Gott der Vater Gott ist und er nur ein Mensch oder vielleicht ein besserer Prophet? Definitiv nicht. Denn diese Aussage sagte Jesus Christus aus der Perspektive seines Menschseins. Und er sagte auch, mein Vater und ich sind eins, sind eine Einheit. Das heißt, Gott der Vater und Gott der Sohn sind zwar verschiedene Personen des dreieinen Gottes, aber sie sind eine Einheit in Bezug auf ihr Wesen, in Bezug auf ihre Göttlichkeit, in Bezug auf ihr Gottsein. Da gibt es keine Abstufen zwischen Gott dem Vater und Gott dem Sohn. Aber Jesus Christus wurde Mensch und das tat der Vater nicht. Und diese Menschwerdung ist eine gewaltige Entäußerung, denn Jesus Christus hat seine äußerliche Herrlichkeit als Gott, die er im Himmel hatte, verlassen und wurde ganz Mensch mit allen menschlichen Attributen. Und als Mensch empfand er Hunger, Durst, Müdigkeit, alles, was ein Mensch ausmacht, ausgenommen der Sünde. Die Bibel nennt das Entäußerung, Kenosis, Ausschüttung. Jesus Christus hat nie aufgehört, Gott zu sein, auch als er auf der Erde war, aber er hat das Menschsein angenommen. Die Entäußerung ist also keine Wesensveränderung, sondern die Annahme einer niedrigen Position, eines niedrigen Status. Und nicht nur das, Jesus Christus hat sogar die Position eines dienenden Menschen angenommen. Er wurde wie ein Sklave. Er wollte die Position eines gehorsamen Menschen. Er hat dem Gott, dem Vater gehorcht und eines dienenden Menschen. Er hat den Menschen gedient und seinem Vater gehorcht. Und als solcher konnte er sagen, mein Vater ist größer als ich. Und nicht nur das, sondern er hat gelitten. Er hat gelitten von Seiten der Menschen und ist sogar in den Tod gegangen, ist gestorben. Und das ist der Höhepunkt seiner Entäußerung. Dass er sogar in den Tod gegangen ist, das war ein Sühnungs- und Opfertod für die Schuld und Sünde der Menschen. Und damit hat er sich sogar unter die Engel gestellt, denn Engel können nicht sterben, sind unsterblich, aber er ging freiwillig in den Opfer- und Sühnungstod. Und Gott, der Vater, hat ihn auferweckt, Jesus Christus ist auferstanden und ist dann mit einem verherrlichten Körper wieder zurückgegangen in den Himmel, in den Aufenthaltsbereich Gottes, wo er heute ist, mit einem verherrlichten menschlichen Körper und hat wieder die äußerliche Herrlichkeit angenommen, die er vor seiner Menschwerdung hatte.